Ich wurde gefragt, ob ich glaube, ob Männer Single sein sollten oder ob sie warten sollten, eine Freundin zu kriegen, bis sie Erfolg haben. Und ich denke, das spielt keine so große Rolle. Ich glaube, manchen Männern kann das helfen. Eine Sache, die ich aber hundertprozentig glaube, ist, dass man als Mann garantiert eine große Menge an Zeit haben muss, die man nicht mit seiner Freundin oder mit seiner Frau verbringt. Das bedeutet, du musst mindestens 75% deiner Zeit komplett alleine sein. Und da geht es nicht darum, oh, wie du möchtest oder wie du deine Zeit verteilst. Es gibt Dinge, Pflichten, die du als Mann hast und die es persönlich voranzukommen, besser zu werden, daran zu arbeiten, dass es sowohl dir als auch deiner Familie besser geht. Und das ist nur möglich, wenn du einige Zeit alleine verbringst, eventuell mit Männern, aber wo du an deiner Sache arbeitest. Und dafür kannst du nicht ständig umringt von einer Frau sein. Das ist eine Sache, die dich schwach macht, die dir vielleicht feminine Energie gibt, die dich zum Teil ausgelassen fühlen lässt. Das ist eine Sache, die du nicht möchtest, kontinuierlich, sondern möchtest du kurze Zeit, um wieder Energie zu haben, um an deiner Sache zu arbeiten.